Kapitel 6 Die grundlegenden Ursachen der Weltunruhe, wie die katholische Kirche sie sieht. Der Staat ignoriert die katholische Kirche. Alle Gewalt kommt vom Gott und nicht vom Volk. Soziale Ungerechtigkeiten. Der Abgrund zwischen Religion und modernen Moralauffassung. Die Mittel, mit denen die katholische Kirche die moderne Gesellschaft heilen will. Die katholische Kirche versucht, mit einer eigenen Theorie zu erklären, weshalb die Welt an dem Punkt gelangt ist, an dem sie sich heute befindet. Weshalb unsere Gesellschaft von sozialen und politischen Erschütterungen heimgesucht wird. Weshalb, kurz gesagt, die Menschheit eine Krise durchlebt wie nie zuvor. Leider müssen wir uns darauf beschränken, mit einigen Sätzen die Ansichten der drei letzten Päpste zu untersuchen. Es wird uns hoffentlich trotzdem gelingen, klarzustellen, welche Ziele diese Päpste erstrebten. Dabei werden wir auch die grundsätzliche Haltung der katholischen Kirche zu den Problemen unseres Jahrhunderts erkennen. Seit der Zeit Leos XIII. Hat die katholische Kirche durch eine Reihe von Erklärungen bewiesen, dass sie eine konsequente Stellung zu allem bezieht, was sie als ihren Lehren widersprechend ansieht. Diese allgemeinen Gesichtspunkte sind das Fundament ihrer Politik und bestimmen ihr Herangehen an jedes besondere Problem. Eine nähere Betrachtung verdienen vor allem die Eintrittsenzykliken der drei Päpste, die in dieser kritischen Zeit Lenker der katholischen Kirche und daher mehr als jede andere in der Lage waren, die Kirche und folglich den Vatikan mit dem Geist dieser Deklarationen zu erfüllen. Jeder der drei Päpste entwickelte in seine Antrittsenzyklika die allgemeinen Prinzipien, die er sich als Oberhaupt der Kirche zum Programm gemacht hatte, und schlug gleichzeitig die Mittel vor, die seiner Ansicht nach die Übel der modernen Gesellschaft heilen konnten. Leo XIII. War der erste Papst, der sich mit den sozialen und politischen Problemen befassen musste, die für unser Jahrhundert charakteristisch sind. Er kämpfte, obwohl er in mancher Hinsicht sehr liberal gesinnt war, sein ganzes Leben lang rastlos gegen den Säkularismus, gegen diese in Anführungsstrichen Geisel des Jahrhunderts, wie er sich ausdrückte. Hauptziel des Säkularismus war, Kirche und Staat strikt voneinander zu trennen und die Religion von allem nicht rein religiösen Angelegenheiten fernzuhalten. Die Deklarationen, die Leo XIII. Herausgab, sind, selbst wenn sie lediglich allgemeine Grundsätze behandeln, sehr bemerkenswert. Sie dienten auch seinen Nachfolgern als Richtschnur und bestimmten daher wesentlich die Politik des Vatikans im 20. Jahrhundert. Papst Leo XIII. Legte seine Gedanken über die katholische Kirche und die Gesellschaft in seiner ersten Verlautbarung der Enzyklika Inscrutabili vom 21. April 1878 nieder. In ihr zeichnete er ein sorgfältiges Bild der damaligen Weltlage und befasste sich dann mit den Folgen, die sich in der Praxis aus dem Prinzip des Säkularstaates ergeben hätten. Nicht nur die Gesellschaft, sondern auch der Staat und das Individuum seien durch das Prinzip des Säkularstaates bedroht, sagte Leo XIII. Die neumodischen Lehren Säkularismus und Liberalismus hätten die fundamentalen Wahrheiten, auf denen die Gesellschaft beruhe, gestürzt und die Herzen der Individuen mit einer allgemeinen Krankheit infiziert. Die Menschen seien dadurch jede Autorität überdrüssig geworden und stritten sich von Tag zu Tag mehr über politische und soziale Probleme, das führe zwangsläufig zu Revolutionen. Die neuen, vor allem gegen das Christentum und die katholischen Kirche gerichteten Theorien seien schuld, dass es zu Handlungen gegen die Autorität der katholischen Kirche gekommen sei. Eine solche Handlung sei in einer Reihe von Ländern der Erlass von Gesetzen, die an den Fundamenten der katholischen Kirche rüttelten.
Eine solche Handlung sei die allgemeine Gewährung der Freiheit, Anschauungen zu verkünden, die eine Einschränkung der kirchlichen Rechte auf die Ausbildung und Erziehung der Jugend fordern. Eine solche Handlung sei der Raub der weltlichen Besitztümer des Papstes und schließlich die systematische Schmälerung der päpstlichen und kirchlichen Autorität, jener, in Anführungsstrichen, Quelle des Fortschritts. Zitat: Wer könnte der katholischen Kirche das Verdienst abstreiten, sagte Papst Leo XIII., den in Unwissenheit und Aberglauben befangenen Menschen die Wahrheit gebracht zu haben? Wenn wir die Zeiten, in denen die Kirche von allem als Mutter geachtet wurde, mit unserer Zeit vergleichen, muss sich dann nicht jedem die Erkenntnis aufdrängen, dass unser Zeitalter auf eine Straße dahinrast, die geradewegs in die Zerstörung führt? Zitat Ende. Das Papsttum, verkündete Leo XIII., sei der eigentliche Beschützer und Hüter der Zivilisation. Zitat: Es gereicht den Päpsten in Wahrheit zum Ruhm, dass sie immer die Verpflichtung in sich spürten, ein Bollwerk gegen einen Rückfall der menschlichen Gesellschaft in den früheren Aberglauben und in die frühere Barbarei zu sein. Zitat Ende. Hätte man die in Anführungsstrichen heilsame Autorität des Papstes höher geachtet, wären der Welt zahllose Revolutionen und Kriege erspart geblieben. Die weltliche Macht hätte dann nicht, Zitat, ihren ehrwürdigen und geheiligten Glanz verloren, das reine Geschenk der Religion, die allein die Menschheit den Zustand der Unterordnung als edel und achtbar empfinden lässt. Zitat Ende. Leo XIII. Gab den Gläubigen zu verstehen, wie sie den Feinden der Kirche entgegenzuwirken hätten. Erstens, jeder Katholik hat sich den Lehren des Heiligen Stuhls zu unterwerfen. Zweitens, die Erziehung muss katholisch sein. Drittens, jeder Katholik hat den Richtlinien der Kirche über die Familie und die Eheschließung Folge zu leisten. Die Kinder sollten so früh wie möglich in den Lehren der katholischen Kirche unterwiesen werden, und die Kirche sollte nicht allein darauf achten, dass, Zitat, die Erziehungsmethoden solide sind, sondern vor allem darauf, dass die Erziehung in voller Übereinstimmung mit dem katholischen Glauben erfolgt. Zitat Ende. Die Erziehung habe in der Familie zu beginnen, die, um einer solchen Pflicht nachkommen zu können, katholisch sein müsse. Es genüge nicht, wenn ein Elternteil katholisch sei, beide müssten ihre Vereinigung unter dem Sakrament der Ehe vollzogen haben. Die Kinder bedürften einer, in Anführungsstrichen, christlichen Familienerziehung. Diese sei aber unmöglich, wenn die Gebote der Kirche missachtet würden, wie es zum Beispiel durch die Gesetze des Säkularstaates geschehe. Der Papst wies also die Gläubigen nicht nur an, der katholischen Kirche in Glaubensdingen zu gehorchen, sondern erteilte ihnen zugleich Ratschläge in sozialen und politischen Fragen. Leo XIII. Erließ während seiner Amtszeit 1878 bis 1903 zahlreiche Enzykliken, in denen er immer wieder den Säkularstaat und die Häresie des Liberalismus und des Sozialismus verdammte. Er verlangte von den Gläubigen, dass sie diese der Kirche feindlichen Ideologien in deren eigenem Bereich, das heißt in der sozialen und politischen Sphäre, bekämpften, indem sie sich zu katholischen Gewerkschaften zusammenschlössen und katholische Parteien gründeten. Diese von Leo XIII. Verkündeten Lehren bestimmten die Politik des Vatikans in der Zeit vor der Jahrhundertwende, also in dem geschichtlichen Zeitabschnitt, in dem sich die von der Kirche verurteilte Staatsform in ganz Europa durchsetzte. 36 Jahre nach der Eintrittsenzyklika Leos XIII. Brach der Erste Weltkrieg aus. Der neue Papst Benedikt XV.
verurteilte in seiner Enzyklika Ad Beatissimi vom 1. November 1914 die Erscheinungen, die seiner Meinung nach die Feindseligkeiten und Erschütterung der westlichen Welt verursacht hatten. Der Krieg sei nicht nur auf die Tatsache zurückzuführen, erklärte er, dass, Zitat, die Vorschriften und Praktiken christlicher Weisheit beim Regieren nicht mehr betrachtet werden, Zitat Ende, sondern ebenso sehr auf dem allgemeinen Verlust an Autorität. Zitat, es gibt seit längerem keinerlei Respekt mehr vor der Autorität der Regierenden. Die Bande der Pflicht, die den Untertan an jegliche Autorität über ihm fesseln sollten, sind so schwach geworden, dass es aussieht, als wären sie völlig verschwunden. Zitat Ende. Dies sei eine Folge der modernen Lehre vom Ursprung der staatlichen Gewalt. Was ist der Inhalt dieser Lehre? Fragt Benedikt XV. Der Inhalt sei die falsche Auffassung, dass die Autorität ihren Ursprung im freien Willen der Menschen habe und nicht von Gott sei. Die Illusion, dass die Menschen die Quelle der Macht seien, führe zu dem unbegrenzten Streben der Massen nach Unabhängigkeit. Dieser Geist der Unabhängigkeit habe selbst das häusliche und familiäre Leben ergriffen, sogar in kirchlichen Kreisen sei dieses Laster zu finden. Daraus entstehe jene weit verbreitete Verachtung aller Gesetze und Autoritäten. Entständen die Rebellionen derer, die dazu bestimmt seien, regiert zu werden, entstehe die Kritik an der Ordnung und das Verbrechen am Eigentum durch jene, die behaupten, es binde sie kein Gesetz. Die Völker sollten deshalb zu den alten Lehren zurückfinden und der Papst, Zitat, dem vom Gott aufgetragen ist, die Wahrheit zu verkünden, Zitat Ende, sei verpflichtet, die Völker der Welt daran zu erinnern, Zitat, dass jegliche Gewalt von Gott ist und dass die bestehenden Gewalten von Gott auserwählt, Zitat Ende, seien. Da alle Gewalt von Gott stamme, seien alle Katholiken ihren weltlichen Gewalten Gehorsam schuldig. Diesen Gewalten, seien sie weltliche oder religiöse Art, müsse jeder gewissenhaft gehorchen, und dieser Gehorsam müsse aus dem Gewissen kommen. Es gebe nur eine Ausnahme, und zwar, wenn die Autorität gegen die Gesetze Gottes und seine Kirche missbraucht werde. In allen anderen Fällen habe jeder Katholik, einschließlich des Papstes, blind zu gehorchen. Denn, Zitat Anfang, wer die Gewalt hat, der hat sie von Gott. Und jene, die ihn zuwiderhandeln, überantworten sich selbst der Verdammnis. Zitat Ende. Benedikt XV. Deutete also an, dass die Regierenden, falls sie Disziplin, Gehorsam und Ordnung wünschten, die Lehren der katholischen Kirche beherzigen sollten. Es sei närrisch, behauptete er, ohne die Lehren der Kirche regieren oder die Jugend nach anderen Richtlinien als denen der katholischen Kirche erziehen zu wollen. Zitat, traurige Erfahrung beweisen, dass die menschliche Autorität versagt, wenn die Religion beiseite geschoben wird. Zitat Ende. Deshalb sollten die regierenden Mächte die Autorität Gottes und seine Kirche mehren und bewahren. Andernfalls würden die Völker die Autorität der Herrschenden nicht achten. Die menschliche Gesellschaft, so fuhr der Papst fort, werde durch zwei Faktoren zusammengehalten, durch die gegenseitige Liebe und durch die bindende Anerkennung der über allen stehenden Autorität. Diese Quellen seien versiegt, deshalb sei die Bevölkerung jeder Nation in zwei Lager gespalten, Zitat, als handle es sich um feindliche Armeen, die sich unablässig und bitter bekämpfen, auf der einen Seite die Eigentümer, auf der anderen Seite das Proletariat, die Arbeiter. Zitat Ende.
Das Proletariat sollte sich nicht von Gefühlen des Hasses leiten lassen und die Wohlhabenden nicht beneiden, sagte der Papst. Sonst würde es eine leichte Beute der Agitatoren. Denn, Zitat, die Tatsache, dass die Menschen von Natur gleich sind, bedeutet nicht, dass sie alle den gleichen Rang in der Gesellschaft einnehmen müssen. Zitat Ende. Die Armen sollten nicht auf die Reichen schauen und sich gegen sie erheben, als wären die Reichen Diebe, wenn die Armen dies täten, wären sie ungerecht und unbarmherzig, nicht zu reden von der Unvernunft, die aus solchen Verhalten spräche. Die Folgen des Klassenhasses seien schrecklich, und Streiks könne man nur bedauern, da sie das gesamte nationale Leben desorganisieren. Die Irrtümer des Sozialismus habe schon Papst Leo XIII. Aufgedeckt. Die Bischöfe sollten darauf achten, dass die Gläubigen niemals die päpstliche Verurteilung dieser Ideen vergessen. Sie sollten brüderliche Liebe predigen. Diese Liebe könnte zwar niemals, Zitat, die unterschiedlichen Bedingungen und damit die Klassen beseitigen, aber sie kann zu Wege bringen, dass jene, die höhere Positionen einnehmen, sich in gewisser Weise zu denen in niedrigeren Positionen herablassen und sie nicht nur gerecht, sondern auch freundlich und in einem geduldigen und freundlichen Geist behandeln. Die Armen werden dann am Reichtum der Reichen Freude haben und sich vertrauensvoll auf ihre Hilfe verlassen. Zitat Ende. Die Menschheit habe den Glauben an das künftige Leben verloren und brachte das irdische Dasein als einzigen Grund ihrer Existenz. Eine verdorbene Presse, gottlose Schulen und andere Einflüsse seien schuld an diesem, Zitat, äußerst schädlichen Irrtum, Zitat Ende. Die Armen, die solche Lehren vertreten, wünschten Reichtum. Da jedoch der Reichtum nicht gleichmäßig verteilt sei und der Staat der Wegnahme des Reichtums Grenzen setze, hassten sie den Staat. Zitat, auf diese Weise nimmt der Kampf eine Klasse von Staatsbürgern gegen eine andere seinen Fortgang, wobei der eine Teil mit allen Mitteln zu bekommen versucht und sich nehmen will, was er wünscht, während der andere darauf besteht, zu behalten und zu vermehren, was er besitzt. Zitat Ende. Warum befasst sich die katholische Kirche in dieser Situation so eingehend mit der Frage der Autorität und der Frage des Klassenkampfes? Weil die sozialen Unruhen, die unmittelbar dem Ersten Weltkrieg folgten, zu dieser Zeit bereits zu erkennen waren. Der Vatikan befürchtete Schlimmes und unternahm erste vorbeugende Schritte. Die Ratschläge, die der Papst jedem einzelnen Katholik und den Nationen im Ganzen erteilte, verhalten nicht ungehört. In dem Jahrzehnt nach dem Ersten Weltkrieg zeigte es sich, dass solche Parolen wie Stärkung der Autorität, Notwendigkeit blinden Gehorsams und Kampf gegen alle Klassenkampftheorien die Richtschnur des faschistischen Totalitarismus wurden. Der Erste Weltkrieg hinterließ viel Not und Leid, vor allem auf sozialen und politischen Gebiet. Einander bekämpfende soziale Lehren und politische Systeme, die in der Mehrzahl von der katholischen Kirche seit eh und je verdammt worden waren, zerrissen die Gesellschaft, wie Benedikt XV. Befürchtet hatte. Die Ereignisse in Russland waren ein Fanal für die europäischen Völker, die sich nach der Revolution sehnten. Die damaligen sozialistischen, kommunistischen und anarchistischen Bewegungen strebten nicht nur danach, das wirtschaftliche und soziale Leben zu verändern, sondern hatten auch der Religion und vor allem der katholischen Kirche den schärfsten Kampf angesagt. Der Sozialismus, der bis dahin nur theoretisch existiert hatte. Stopp, Moment mal. Kommentar, da war doch was im Paraguay, oder? Weiter im Text. Wurde nun eine reale und drängende Gefahr für den Vatikan.
Die katholische Kirche berief sich auf die Erklärung, die Papst Benedikt XV. Abgegeben hatte, und erhob Anklage gegen die Kräfte, die nach ihrer Meinung an der fürchterlichen Unruhe in der Welt schuld waren. Im Jahre 1922 wurde Pius XI. Zum Papst gewählt. In seiner Eintrittsenzyklika Ubi Arcana Dei legte er nicht nur die Stellung der katholischen Kirche zu den sozialen und politischen Problemen dar, sondern verurteilte auch die Demokratie und kam damit den faschistischen und narzisstischen Diktatoren zuvor. Die Enzyklika Pius XI. Beschäftigte sich mit den Folgen des Krieges und stellte fest, dass nirgends Friede sei, weder zwischen den Staaten noch zwischen den Menschen, noch in der Familie. Sie führte die Weltunruhe darauf zurück, dass Gott bei den öffentlichen Angelegenheiten, bei der Eheschließung und der Erziehung ausgeschaltet sei. Kriege würden sich wiederholen, bis die Menschheit den, in Anführungszeichen, Frieden Christi teile. Wenn der Friede erhalten werden solle, sei die katholische Kirche unentbehrlich. Zu den sozialen und politischen Fragen erklärte Pius XI., es gebe überall einen, Zitat, Krieg der Klassen, Zitat Ende. Überall herrsche Zank und Streit zwischen den Parteien, die nicht das öffentliche Wohl im Auge hätten, Komplotte, Attentate auf die Herrschenden, Streiks, Aussperrungen und Aufruhr seien an der Tagesordnung. Die modernen Lehren hätten die Familienbande gelockert, hätten als Folge des Krieges eine Unrast des Geistes hervorgerufen und die Autorität in einem Maße untergraben, das Gehorsam nur noch als Unterwerfung unter ein fürchterliches Joch aufgefasst würde. Die Menschen wünschten, so wenig wie möglich zu arbeiten und erklärten zugleich ihre Herren und Meister zu ihren Feinden. Die Anzahl der Bedürftigen wachse ständig und bilde ein Reservoir, aus dem künftige Revolutionen ihre Armeen aufstellen könnten. Der Papst erklärte, es müsse, wenn auch die katholische Kirche zu Staatsformen im Allgemeinen nicht Stellung nehme, doch bemerkt werden, dass die Demokratie mehr als jede andere Staatsform den Wechselfällen des Schicksals ausgeliefert sei. Die Demokratie, so versicherte Pius XI., trage die Schuld an dem Chaos, das über die Menschheit gekommen sei, weil in ihr zu viel Freiheit herrsche und der Wille des Volkes als oberste Gesetz angesehen werde. Je demokratischer ein Land sei, desto chaotischer sei der Zustand seines nationalen Lebens. Diese Verurteilung der Demokratie war außerordentlich bedeutsam, denn sie erfolgte zu einer Zeit, als sich die faschistischen Lehren in Italien und auch sonst in Europa auszubreiten begannen. Wir werden später sehen, dass sich die Verurteilung der Demokratie durch den Papst keineswegs auf das theoretische Gebiet beschränkte, sondern in die Sphäre der Politik übergriff und damit für die tragischen Folgen mitverantwortlich wurde, die wir alle erlebten. Die Enzyklika Pius XI. Sprach im Weiteren darüber, auf welchen Wegen und mit welchen Mitteln die Gesellschaft des 20. Jahrhunderts zu kurieren wäre. Jedes Individuum, so dekretierte sie, solle seine Gehorsamspflicht nachkommen, den von Gott bestimmten Aufbau der gesellschaftlichen Ordnung respektieren und vor allem der katholischen Kirche, jenem Lehrmeister, in Anführungsstrichen, unfähig des Irrtums, in Demut folgen. Nur die katholische Kirche könne Frieden und Ordnung bringen, denn sie allein lehre in göttlichen Auftrag und Kraft göttlichen Befehls. Die Individuen hätten ebenso wie die Staaten die göttlichen Gesetze zu befolgen. Die katholische Kirche sei, Zitat, die einzige und vor allem die einzige von Gott berufene Hüterin und Verkünderin der offenbarten Wahrheiten, Zitat Ende.
Deshalb könne die Gesellschaft eine Lösung ihrer Schwierigkeiten nur finden, wenn sie den Lehren der katholischen Kirche folge. Aus demselben Grunde sei es auch ein nutzloses Unterfangen, einen Völkerbund zu gründen, ohne dabei die katholische Kirche zu konsultieren. Wenn man wünsche, dass eine solche Organisation das gesteckte Ziel erreiche, müsse man sie nach dem Vorbild der katholischen Kirche aufbauen, die bereits im Mittelalter als internationale Institution große Erfahrung gesammelt habe. Nur die katholische Kirche sei fähig, die Heiligkeit der internationalen Gesetze zu schützen, denn sie stehe, wenn sie auch in allen Nationen verwurzelt sei, doch über den Nationen. Die Menschen sollten sich bei der katholischen Kirche nicht nur in geistigen, sondern auch in sozialen Angelegenheiten Rat und Hilfe holen und niemals vergessen, dass es ihnen verboten sei, gewissen sozialen Lehren zu folgen, die nicht die Zustimmung der katholischen Kirche finden, nämlich dem Liberalismus, dem Modernismus, dem Sozialismus und so weiter. Leider gäbe es noch viele, die sich verleiten ließen, soziale Angelegenheiten zu liberal zu beurteilen. Zitat: In ihren Worten und Schriften und im ganzen Tenor ihres Lebens benehmen sie sich, als seien die Lehren und Befehle, die von den Päpsten ergangen sind, völlig veraltet. Darin erblicken wir eine Abart des moralischen Modernismus in Fragen der Autorität und der sozialen Ordnung, die wir ebenfalls ausdrücklich verurteilen. Zitat Ende. Papst Pius X., dessen Amtszeit von 1922 bis 1939 in eine der schicksalsschwersten Perioden der neuen Geschichte fiel, war ein Mann der Tat. Die katholische Kirche wurde in steigendem Maße von den Entscheidungen des Papstes abhängig. Er legte nicht nur Wert darauf, das auszuführen, was seine Vorgänger gepredigt hatten, sondern hatte auch außergewöhnlich feste eigene Ansichten über die Stellung der katholischen Kirche zu den sozialen und politischen Problemen der Zeit. Pius XI. War, Zitat, voll Verachtung für die demokratischen Institutionen, Zitat Ende, was seine erste Enzyklika sehr deutlich zeigte. Er war mit großem Erfolg bestrebt, den Geist der katholischen Kirche zu festigen und die Politik des Vatikans völlig dem Prinzip der Feindschaft gegen die großen und modernen sozialen und politischen Strömungen unterzuordnen. Seine auf weite Sicht geplante Politik hinsichtlich dieser Strömungen beruhte auf dem Grundsatz, die Autorität des Staates zu heben und der katholischen Kirche das Recht zu sichern, in der modernen Gesellschaft eine gewichtige Rolle zu spielen als bisher. Die Kirche sah es als ihre Pflicht an, der Jugend eine religiöse Erziehung angedeihen zu lassen, die Heiligkeit der Familie zu schützen und dafür zu sorgen, dass der Säkularismus in Acht und Bann getan, der Sozialismus vernichtet, die Ehescheidung verboten und die Demokratie verurteilt würde. Die päpstlichen Bemühungen, diese Grundsätze zu verwirklichen, brachten die katholische Kirche bald mit Bewegungen in Berührung, die keinerlei Beziehung zur Religion hatten, aber den Hass des Vatikans gegen bestimmte soziale und politische Tendenzen im gesellschaftlichen Leben teilten. Gemeinsamer Hass gab ihnen ein gemeinsames Ziel und eine gemeinsame Plattform. So nahm der Vatikan Schulter an Schulter mit dieser Bewegung den Kampf gegen seinen vermeintlichen Feind auf. Wer war der Hauptverantwortliche für diese Allianz? Weshalb ließ sich der Vatikan auf eine solche Politik ein?